Was tun, wenn du Schmerzen im Bereich deiner Hüfte, im Bereich des Iliopsoas und im unteren Rücken hast, schon bei der Physiotherapie warst, jeden Tag die Dehnübungen machst, die dir dein Physiotherapeut zeigt und trotzdem irgendwie alles nichts hilft und du dann auch Angst hast, dass du deinen Sport nicht mehr machen kannst, ganz bald. Darauf möchte ich eingehen, beantworten, warum das sein kann, warum die Dehnübungen nicht den durchschlagenden Erfolg bringen und was du tun kannst aus rein strategischer Sicht. Ich habe jetzt eine Leserfrage erhalten und da hat mir jemand geschrieben, ich habe seit Mai, also seit ein paar Monaten, Schmerzen im Bereich des Iliopsoas, war 12-mal bei der Physiotherapie ohne durchschlagenden Erfolg und außerdem Schmerz im Lendenwirbelkörperbereich. In der Lendenwirbelsäule, unterer Rücken, also das macht absolut Sinn, denn der Iliopsoas zieht vom Oberschenkel und der Beckenschaufel in den Bereich der Lendenwirbelkörper hinein und kann dort auch Schmerzen auslösen. So als Grundverständnis. Und der Leser schreibt, ich mache jeden Tag die vom Physiotherapeuten gezeigten Übungen, aber sie bringen halt auch nicht den durchschlagenden Erfolg. Und meine Sorge ist eben, dass ich keinen Sport mehr machen kann. Ich gehe ins Fitnessstudio und fahre E-Bike. Und da ich zudem noch an chronischer Polyarthritis leide, habe ich immer wieder Muskelschmerzen und könnte auch ein Schleimbeutel entzündet sein. Um die letzte Frage bezüglich des Schleimbeutels kurz und knapp zu beantworten, rein theoretisch kann natürlich ein Schleimbeutel, es gibt ja mehrere, entzündet sein und zu Schmerzen führen. In dem Bereich möglich, aber eher unwahrscheinlich, denn der Schleimbeutel, der hier im Bereich der Hüfte oft entzündet ist, liegt an der Außenseite und macht dann eher da Probleme und nicht im Bereich des unteren Rückens oder im Bereich der vorderen Hüfte und des Beckens, wie bei diesem Leser der Fall. Warum helfen jetzt diese Dehnübungen nicht, die der Physiotherapeut zeigt oder die von vielen Leuten hier auf YouTube oder Internet so groß und breit angepriesen werden? Das Problem ist nicht die Dehnübungen an und für sich, sondern die Tatsache, dass Dehnübungen und Dehnen in der Regel nicht direkt gegen Schmerzen hilft. Bei manchen Leuten vorübergehend, aber nicht kausal. Ein verkürzter Muskel macht in der Regel keine Probleme. Probleme macht der Triggerpunkt, der oft entsteht oder aktiviert wird durch einen verkürzten Muskel. Probleme macht die überlastete Muskulatur, die auf Länge gezogen wird, auf der anderen Körperseite, auf der anderen Gelenkseite durch den verkürzten Muskel. Das macht Probleme. Dehnen lindert manchmal den Schmerz aufgrund einer vorübergehenden Durchblutungserhöhung und damit einer in Anführungsstrichen angenehmeren chemischen Milieu für die Rezeptoren, die Warnsignale auslösen können, die dann zu einer Schmerzerfahrung führen können und kann auch kurzfristig die Muskelspannung dahingehend verändern, dass wir uns weicher, entspannter und weniger schmerzhaft fühlen. Effektiv gegen Schmerzen sind Dehnübungen allerdings nicht effektiv, machen aber trotzdem Sinn, um verkürzte Muskeln auf Länge zu bringen, damit wir uns normaler und gesünder bewegen können, die volle Gelenkbeweglichkeit ausschöpfen können. Dafür macht das Sinn. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Dehnen per se gegen Schmerz nicht unbedingt hilft, ist nicht wirklich haltbar und trotzdem macht es Sinn aus dem gerade genannten Grund. Das bedeutet, deswegen kommen die Schmerzen vielleicht immer wieder. Und weil vielleicht im Iliopsoas auch noch Spannung gehalten wird, eher seelischer, emotionaler Art. Denn der Iliopsoas ist ein Muskel, der sehr, sehr sensibel auf emotionalen Stress reagiert. Alle unsere Muskeln reagieren auf Stress jeglicher Form, in Form von Anspannung oder Entspannung. Aber der Iliopsoas ganz besonders. Also das kann sein, dass die Dehnübung kurzfristig etwas bringt. Wie gesagt, erhöhte Durchblutung, neuromuskuläre Reflexe, die hier stattfinden, dass der Muskel kurzzeitig entspannt, sich das chemische Milieu verändert und dann die Schmerzen besser werden. Es gibt aber auch Fälle, in denen das überhaupt nicht funktioniert und die Schmerzen eher mehr werden. Zum Beispiel, wenn im Iliopsoas noch Triggerpunkte vorhanden sind, die du im Übrigen selbst deaktivieren kannst
Mit einer Selbstmassage im Iliopsoas ist nicht ganz so leicht, aber es ist absolut möglich, wenn du dir Zeit lässt und es einfach behutsam und vorsichtig angehen lässt. Der Punkt, warum Dehnübungen allein auch oft nicht helfen, ist, wie gesagt, dass sie nicht kausal gegen den Schmerz wirken und dass es ganz wichtig ist, die Muskulatur auch noch zu kräftigen und von Triggerpunkten zu befreien. Also das heißt, dieses Trio, Triggerpunktmassage als erstes, um Schmerzen zu deaktivieren, dein Nervensystem von einem Störfaktor zu befreien, was permanent Warnsignale ans Rückenmark und ins Gehirn schickt, davon befreien, dehnen, um den Muskel auf Länge zu bringen, langsam, langfristig, damit die volle Gelenkbeweglichkeit wiederhergestellt wird. Und damit die Gelenkbeweglichkeit nicht nur Beweglichkeit ist, sondern auch Stabilität und das Gelenk anständig geführt wird, ist es ganz wichtig, die Muskulatur auch noch zu kräftigen. Weil verkürzte Muskeln und zu lange Muskeln, und das geht immer miteinander einher, wenn auf einer Gelenkseite ein Muskel verkürzt ist, muss zwangsläufig auf der anderen Seite ein Muskel zu lang sein. Beides zu kurze und zu lange Muskeln weisen zu viel bindegewebige Strukturen im Muskel selbst auf, die da eingelagert werden und die verhindern ein geschmeidiges Anspannen und Entspannen der Muskulatur. Das ist wie Rost in einem Teleskopstab. Ja? Und umso mehr Bindegewebe sich dort drin befindet, umso schlechter lässt sich ein Muskel dehnen, umso schlechter lässt sich ein Muskel anspannen. Weil das Bindegewebe eben nicht bewusst anspannbar, kontrahierbar ist. Durch Dehnübungen und vor allem durch Kräftigungsübungen, durch diese Reize des wiederholten Anspannens, Lockerlassens, Dehnen, Anspannen, Lockerlassen, Dehnen und auch durch die Massagen werden Prozesse im Körper in Gang gesetzt, dieses Bindegewebe wieder abzubauen und auch Verklebungen innerhalb und zwischen verschiedener Muskelschichten zu lösen. Und dieses ganzheitliche Vorgehen von Dehnung, Kräftigung und Massage ist das, was dann in der Regel relativ schnell Erfolge bringt. Und im Bereich der Hüftmuskulatur ist das Schöne sogar, dass du gar nicht viel an andere Körperbereiche denken musst. Weil die Hüfte und die Körpermitte, unterer Bauch, unterer Rückenhüfte ist Dreh- und Angelpunkt für Bewegung. Und Spannungen, die hier entstehen, Gelenkfehlstellungen, muskuläre Dysfunktionen, ungünstige Spannungsmuster, Verklebungen, setzen sich dann in Form von zu viel oder zu wenig Spannung sehr häufig nach oben fort oder nach unten fort, also in den Bereich der Brustwirbelsäule, in den Bereich der Schultern, der Kiefergelenke, der Halswirbelsäule oder eben nach unten. In den Bereich der Knie- und Sprunggelenke. Was bedeutet, wenn ich Probleme in den oberen oder unteren Bereichen habe, ist es ganz wichtig, auch noch die mittigeren Körperbereiche mit einzubeziehen. In dem Fall jedenfalls bei Rückenschmerzen und bei Hüftschmerzen ist das Schöne, dass wir uns hier in diesem Bereich vor allem aufhalten können und nicht allzu weit nach oben und unten blicken müssen. Nicht zwangsläufig, es macht schon Sinn, aber fürs Erste reicht es meistens. Und was hier eben wichtig ist, ist diese Kombination aus diesen Übungen. Und da möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen und dir einen meiner Kurse ans Herz legen gegen Schmerzen, entweder das Gesamtpaket oder auch den Kurs für den unteren Rücken und für die Hüfte und das Gesäß und das Kreuzbein und das Iliosakralgelenk, weil da findest du dann ganz genau Schritt für Schritt erklärt, bei welchem Beschwerdebild welche Übungen passend sind. Immer in dieser Reihenfolge zuerst Triggerpunkte zu massieren, selbst zu behandeln, um Schmerzen zu lindern, Schmerzen erstmal zu lösen, das Nervensystem von dem Störfaktor Triggerpunkte zu befreien. Dann passen die Kräftigungsübungen, um überschüssiges Bindegewebe in der Muskulatur durch dieses Pumpen abzubauen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber das funktioniert. Mit Pumpen meine ich Anspannen, Entspannen und auch die Muskulatur zu kräftigen, die Gelenke zu stabilisieren und gleichzeitig noch Dehnübungen, um die volle Gelenkbeweglichkeit wiederherzustellen. All das findest du da und du musst, das ist das Schöne, eigentlich überhaupt nichts verstehen. Du kannst einfach den Anleitungen folgen und dir sicher sein, dass du da dann auch das Richtige tust. Mit einem ganz kleinen Einwand und der einzige ist, du musst bei dir bleiben. Du darfst bei dir bleiben und für dich entscheiden, wie intensiv es wird.
Denn der häufigste und fast der einzige Fehler, der bei Selbstmassagen, bei Dehnübungen und bei Kräftigungsübungen gemacht wird, ist der, dass zu viel gemacht wird und zu intensiv, zu schnell, zu viel, zu intensiv. Wenn du es langsam angehen lässt und das Gefühl hast, eher etwas zu wenig zu tun und vielleicht in Anführungsstrichen etwas zu wenig tust, dann wirst du automatisch deinen Körper kennenlernen und dann wird da auch nichts passieren. Das meinte ich mit einfach den Anleitungen folgen und dir sicher sein, dass du alles richtig machst. Ja, das ist das Einzige, worauf du zu achten hättest. Der Link dazu natürlich unter dem Video, auch zum Iliopsoas, da gelangst du dann natürlich auf meine Website, kannst dich mit der Arbeit von mir ein bisschen mehr vertraut machen, findest auch schon mal Selbstmassageanleitungen für die Triggerpunkte im Iliopsoas in Schriftform und in Bildform, kannst also schon mal mit der Selbstbehandlung beginnen und das Ganze testen, wie das für dich so funktioniert und weiterführende ganzheitliche Programme und Übungen dann, wie gesagt, im Online-Kurs. Ich bedanke mich für deine Zeit, hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ciao.